So, da sind wir wieder. Episode 2, Level 6. So, hier haben wir eine blaue Tür sehe ich schon und gar keine farbige Tür. Gut, da können wir also nicht rein. Können wir aber wahrscheinlich. Was? Achso. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ja, nein. Okay, ich sehe schon, vielleicht wäre es besser, mehr die Frostmittel zu benutzen. Scheint jedoch besser zu sein. Also von der verfügbaren Munition her gesehen besser. Wow! Einfach mal sterben, sage ich immer. Aber tun die nicht. Oh Gott, ich geh nur draußen ab. Boah, ey, der hat nur so ein scheiß Kackroter. Yay! Alter. Erste Schatz hier schon direkt aufgebraucht. Gibt's doch gar nicht. Noch mehr? Oha. Nein. Mhm. Interessant. Ich guck erstmal hier lang. Oh. Oh. Schick. Ja. Ja, perfekt. Genau, mach die Kette fertig. Speich noch mal Munition. Das gefällt mir. Oh, was ist da oben? Müssen wir da wieder ein Secret aktivieren? Interessant, interessant. Gut, dann gehe ich jetzt mal da rein. Achso, habe ich gerade schon gespeichert. Schon wieder. Oh, hier sind überall so Dinger. Oh, oh. Was ist noch so ein Roter? Fuck you. Fuck you. Leck mich doch am Arsch. Wieso gehst du nicht auf die scheiß Tür? Gut, okay. Jawohl, ja, ja, perfekt. Genau da, genau so wollte ich das. Beide getroffen? Ja, sind beide getroffen worden. Geil! Woo. Absolut perfekt. Wow, ich könnte der Lexikonin sein. Oh oh, einer kommt schon wieder. Die haben wohl die Imps erledigt, bevor die Easy erledigt haben. Das ist natürlich für Fernkämpfer, also die Imps gesehen, die haben ja Fernangriff, doch schon eher traurig. Also, dass die sich von einem Nahkämpfer überwältigen lassen, das ist... Die waren wahrscheinlich von meiner Präsenz zu sehr abgelenkt. Gut, wir haben also relativ, doch tatsächlich relativ viel Munition. Dann können wir also doch beide benutzen, sowohl die Shotgun als auch die hier. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir, oh, da sind auch nochmal ein paar Imps. Da auch, man sieht aber nicht, achso, wir haben noch Flashlight. Oh, Alter, kann ich immer vielleicht mal Flashlight aktivieren? Dankeschön. Okay, auf der Seite waren schon mal drei. Gut, dann sind auf der anderen Seite wahrscheinlich auch drei. Eins, zwei und drei. Okay, haben wir erfolgreich aufgeräumt. Ist hier noch was? Nein. Ist hier irgendwie Secret? Nee, ist Secret nur für die Waffe hier. Was eigentlich auch schon Secret ist, ne? Ich meine, das ist ja schon die stärkere Waffe hier, ist ja schon... Halleluja! Ne, da wird man voll im Schritt. Ja, perfekt. Okay, gut. Das heißt also, wir haben hier zerlegt, wir haben hier draußen zerlegt, dann können wir jetzt mal in die Richtung weitergehen. Ich speichere schon wieder viel zu oft. Also würde ich mal sagen, ich benutze erstmal primär tatsächlich die Waffe hier. Dann gehen wir mal. Kriege ich hier Schaden?
Nein. Hier kriegt wieder keinen Schaden von dem roten Zeug. Es ist so. Da muss ich echt mal erst gucken. Ist super hinab. Super hinab. So hinab. Wow. Der Folge recht hat das ja. Ich probiere gar nichts. Oh, da ist was kaputt. Also ich finde ganz ehrlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei Wasser ist dieses Shading-Effekt, also oder dieses animierte Textureffekt, finde ich geil, aber so in der Wand ist das völlig übertrieben. Also die hätten es durchaus bewegt machen können, ja, aber dann nur so ganz leicht angedeutet. Und nicht so extrem, dass man da gleich hier, weiß nicht, denkt, das ist praktisch der Index vom DAX. Der da über Jahre. Was? Nein! Ich wusste doch, dass so was von der Falle ist. Alter, Englück habe ich 50 Mal gespeichert. Weißt du was? Hier, Lego Mio. Habe ich noch eine stärkere Waffe? Nee, mit der Rocket kann ich auf der kurzen Entfernung hier nicht kämpfen. Wenn ich von hinten komme, nee. Von da kommt definitiv keine. Weil diese Textur macht es zwar schwierig, hier eine Tür einzubauen, aber leider nicht unmöglich. Von daher gehe ich aber zumindest nicht davon aus. Alter, wie diese Augen einfach leuchten. Guckt euch das an. Die Augen leuchten einfach. Die leuchten. Und nicht so wie bei den Schaltern, wo einfach mal das Leuchten 3 Meter über den Augen ist. Weil da die scheiß Lightning Map da auch total verkackt ist. Gut, ich gehe mal davon aus, dass da irgendwas ist. Ach, bloß ein roter. Oh, wow. Wow. Okay, ich habe echt mit Verschlimmerung gerechnet. Sorry, aber das war ja jetzt ein wirklich Witz. Und schon sind wir wieder raus. Guck mal, ob sich hier draußen noch was geöffnet hat. Nee, ich halt erstmal ruhig. Ach scheiße, wir wollten noch Raketen sparen. Ah, gut gelaufen. So, jetzt haben wir den blauen. Mit dem blauen können wir jetzt bei der anderen Seite rein. Genau. Okay. Wir haben noch 200 Gegner vor uns. Halleluja. Gut, wisst ihr was? Hier kommt. Ah, bum, bam, bam. Nein. Ich will das alles nicht. Hier. Nee, da kann ich nicht noch zurück aufhetzen. Da sind bloß Imps drin, ne? Dann. Einmal mit Karacho. So, einer hat noch überlebt, einer ist da noch. Mindestens einer. Okay. Auch hier ist auch noch so ein scheiß Kack. Hier diese roten Kacko, die man. Ich will doch keine Rakete benutzen. Man, oh. Was? Oh. Oh, okay. Ich wechsle mal zu der Sturmwaffe hier. Ich weiß gar nicht, ist die eigentlich einem russischen Vorbild nachempfunden oder ist das eine amerikanische Waffe? Weil hier dieser Griff, der ist halt so typisch russisch. Das ist halt, ja, die Russen haben halt solidere Technik. Die Amerikaner, die arbeiten eher mit diesen kleinen Hebeln, die dann praktisch nach vorne ziehen. Und die Russen, die haben immer gleich so richtig einen Griff, die so richtig, wo die immer gleich die halbe Waffe vergewaltigen, während sie nachladen. Das ist eher so typisch russisch. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Willi, Nigger? Ja, ich habe ihn auch geleckt bekommen. Ja, geil, geil. Wow, so muss es sein. Genau, perfekt. Erstmal jetzt Kakodemon weg. Yes! Motherfucker! Oh nein, der kommt zu mir. Die kommen beide zu mir. Sag mal, die sind mit ihrem Ziel noch gar nicht fertig. Was ist denn hier los? Die lassen aber ganz schön schnell von ihren Gegnern ab, kann das sein? Los, einmal angreifen hier. Ja, ja, perfekt. Nein, Mann, du solltest die Kacke nicht mehr treffen. Du Hure! Alter, jetzt rennt er langsam hier. Wo ist der Kacke nicht mehr? Jetzt? Nein, du hättest jetzt angreifen sollen, du Arsch. Ich mach sowas von platt hier. Ja, genau. Nein, oh Mann, das war ein bisschen falsch getimt. Ja, nein. Laut, schieß! Jetzt schieß! Ja, perfekt! Fresse, Alter, das ist ja hier schon immer so ein Glücksspiel. Ich wette 30 Euro auf meine Mutter.
er ist tot. Er ist tot, da ist noch einer. Oh, kämpf! Kämpf! Kakodemon, komm her. Ach Mann, oh. Ungepackt. Ah, er hat ihn, 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 er hat ihn. Perfekt, direkt, perfekt. Ey, mein Anal ist treu. Ey, ach du Scheiße! Oh, Alter, hier ist aber gerade ja ganz schön heiß drin. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Macht voll Spaß hier zu gucken einfach. Sind jetzt alle weg? Oh, zwei Opfergaben. Da eine rote und Anken. Ja, doch, sind alle weg. Okay. Kakodemon ist geflüchtet oder gestorben. Das ist natürlich sehr schön. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Wow. Hier ist nochmal das gleiche. Ja, nochmal das gleiche in schwarz. Gut, dann muss ich also hier lang, denke ich mal. Müssen wir noch weiter? Ja, wow, eine Tür. Ich weiß ja schon wieder viel zu oft. Ach Mann, Alter, das ist doch nicht immer normal hier. Na! Tür im wohl ungünstigsten Zeitpunkt aufgemacht. Wow, du Scheiße! Yay! Nein! So, okay. Jetzt haben wir hier schon mal clean und auch dann weiter clean. Oh wow, ist doch wieder der gleiche Raum hier. Also langsam sind wir mal gut hier, ne? Man muss dann gleich übertreiben hier. Ich hab schon wieder geschweichert. Ist das hässlich. Na, immer schon ruhig bleiben, Leute. Immer ruhig bleiben. Ich hau dir eine in deine Fresse. Gut. Guck mal, was ist hier? Ach du Scheiße. Nein, du bist tot. Wir sind so gut wie fett, deine Oma. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr was? Hier, komm. Okay, jetzt aber hier krieg jetzt. Ist aber hier, ne? Wow, was ist denn gerade? So, leider muss man hier ein bisschen mit der Munition aushalten. Haushalten. Was schreit denn hier? Da kriegst du ja ein Trauma. Oha. Gut, ich gehe bis jetzt mal über die andere Seite rein. Wow, das war jetzt gerade richtig viel Verschwendung. Oh Gott, Alter. Na, das ist ja gar nicht. Das ist deprimierend. Das ist echt deprimierend. Oh. Der? Na komm. Komm jetzt. Guckst du jetzt oder was? Wow. Noch einer? Leute! Mein Gut ist gut, okay? Oha. Sieht schon nice aus hier, von der Gestaltung her. Gut, diese blauen Dinger hier passen zwar nicht gerade dazu. Das ist schon erst fast zu technisch. Aber sonst so von der Gestaltung hier nicht schlecht. Ja, wir haben Plasma bekommen. Oh, Rakete! Yeah! Unser Raketenproblem ist gelöst, wir haben 10.000 Raketen jetzt. Oh, die ist auch noch eine ganze Menge, ne? Krams rum. Gut, hier braucht man Gelb, aber doch klar. Danke, danke. Wo kriegt man Gelb her? Ach da, och, ich muss da rein. Ich bin ja bescheuert. Klar. Ha! Was willst du dem Thema? Ich muss hier rein. Nicht nur gucken, sondern auch reingehen, ist das behindert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Wer denn? Ach, von da unten! Oh Mann, Alter, ich hau mich gleich. Nee, sowas hier von. Ich hab nicht gespeichert? Ich hab gar nicht gespeichert? Wollt ihr mich ficken? Ey, ich fick euch alle. Ich fick euch gleich tot. Bis ihr kommt.
Haben wir recht schön getroffen hier. Boah, Alter. Nee, man, mit diesen Kack-Imps hier. Ich muss irgendwie... Ich versuche die erstmal aufeinander aufzuhetzen hier. Nein! Wieso? Hab ich gerade dreimal gedrückt oder was? Auf und wieder zu. Danke. Auf und wieder zu. So, der Schuss war jetzt gerade, um die restlichen Gegner hier noch ranzulocken. Fuck, ich wurde getroffen. Gut. Okay, dann ja, bleib ich jetzt mal bei der hier. Wow. Scheiße. Du? Ah, und da ist auch noch einer. Wow, hab ich nicht getroffen. Der war doch schon außerhalb meiner Gehaltsklasse. Ich glaube, ich bleibe doch auf der Seite hier. Kann ich besser ranschleichen für die andere Seite. Huh. Ja, sag ich doch. Habe ich viel bessere Sicht. Wow! Nachher nicht vergessen. Meine Fresse. Wow. Herr Lappe. Hier ist Lärmschutzzone. Ich nehme jetzt mal die hier. War das eine? Ah, die geht nicht weiter. So, die hier so gut erreichbar sind, ich mir mal auf. Plasma habe ich schon aufgesammelt. Okay. Ja, und jetzt darf ich da wieder reingehen. Und muss aber an die kleinen Kack-Dinger denken, die noch im Boden laufen. Oh Mann, Alter. Ah, Remination. Kann ich halt einfach reinrennen? Doch, ich kann einfach reinrennen. Okay. Challenge accepted. Oha. 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 Oha, 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 oha. Falsche Waffe, nehmen die falsche Waffe für. Oh, Alter, Alter. Fuck you. Warum gehört jetzt die ganzen Pinkies hier? Das sieht doch eher nach einer brauchbaren Waffe dafür aus. Okay. Gut, zurück kann ich da nicht. Raketen! Oh mein Gott, mein Gebet wurde erhört. Und nochmal eine blaue Rüstung. Das ist interessant. Das gefällt mir. Ah nee. Das ist die einzige blaue Rüstung bisher. Wir haben eine blaue Perle da draußen gehabt. Heißt also, unser Abschied aus der Map ist gesichert. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht ja aus wie dieser komische Schießstand aus der Brutal Doom Test Map. Falls sie von euch schon mal jemand gespielt hat. Fuck. Voll viel zu viel abgedrückt. Ich nehme mal die hier. Was? Wo bin ich jetzt? Hä? Oh, ihr wollt mich doch ficken. Ihr wollt mich doch vergewaltigen. Ach, ich bin auf einen von den Tretern darauf gekommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh Mann, Alter, das ist doch nicht normal hier. Da will man einmal ein bisschen strifen und strife direkt auf so eine Scheiße rauf. Was war das gerade? Ich muss aufpassen, dass ich Dinge nicht berühre. Dass ich auf so viel achten muss. Hätte ich gleich wieder? Ja, war doch klar. Hätte ich auch. Ah! Gut, mein Fehler war einfach nur den Schalter denn in dem Moment zu drücken.
Okay. Was ist das hier? Vorbei kann ich auch nicht? Oh, so schon viel Munition. Da kriegt jetzt einen Schaden? Ihr habt doch wohl einen Schaden. Gut. Die Frage ist. Achso, wahrscheinlich sagt. Nee. Gerade eben, als ich die gekriegt habe, kam dabei nichts. Nee, siehst du, sind drin immer noch oben. Oh, fuck. Diese scheiß Rüstung. Also, er sieht nicht die Rüstung, aber ich will die erst aufnehmen, wenn ich sie aufnehme. Aha, das klappt. Oh, passt doch. Vielleicht kann ich sie damit aufeinander aufhetzen. Vielleicht doch nicht. Hä? Ach, da gibt's mehr. Oh Gott, es gibt mehrere. Oh Scheiße. Wollt ihr mich verarschen mit einem Autoshotgun? Nee, ne? Ja, lecker. Das will ich nicht mehr leben. Laut, lass mich durch, ich will nicht mehr. Ja, genau, vier Dinger. Ich muss also da durch. So, jetzt habe ich die Dinger schon mal geöffnet. Falsche Seite, falsche Richtung. Oh, ernsthaft jetzt? Okay, ich muss nach links. Wollte ich raus bin, links abbiegen. Och, ernsthaft jetzt? Ich will da rein. Nicht mehr normal hier. Warum? Ich will nicht wieder rein, ich will da rausbleiben. Könnt ihr einmal wie normale Menschen denken? Jetzt rechnen machen. Vollkommen, ja. Reicht natürlich nicht. Ist Schwachsinn, ist doch scheiße hier. Ich hatte so eine Teleporter-Kacke. Voll, wenn ich teleportiert werde, dann kann ich vergessen. Nee, wird nichts. So, wie bleiben wir jetzt? Ah, nee, kann ich vergessen. Okay, kann ich direkt. Oh, Alter, ich hatte so eine Teleport-Scheiße. Also, das ist das Einzige, was ich die Kacke hier hatte. Gott. Wenn er sowieso ein bisschen was davon rumliegt, dann nämlich oben. Wow, das meinst du hier? Was ist noch? Ich hab noch voll. Alter, ich hab noch 20% Leben! Ja. Ja, komm, lass schneller. Guck mal, ich hab ihn nicht mehr. Immer mehr Gegner, hab ich vergessen. Wer denkt hier so eine Scheiße aus? Ja, Tür ist wieder zu, sehr schön. 1% Leben! Hä? Wieso hab ich denn 2%? Hä? Ich hatte gerade 1% Leben, jetzt habe ich 2% Leben. Wollen wir mich gerade verarschen? Hab ich nicht. Hä? Das gibt's ja doch gar nicht, dass man sich wieder auflädt. Oder? Nein, gibt's ja gar nicht. Bei Health stand gerade eine 1.
Das wird eine Kackmap. Oh Gott. Was ist das denn schon wieder für eine komische Formation hier? Zickzack. Oh Gott, da geht's noch weiter rum. Wenn ich schon diese Form sehe, ja, dann kriege ich gerade schon wieder hier so einen Gockelhahnhals. Ja, richtig so ein Sackermut hier, ey. Gott, da will ich jetzt hier leben. Hier ist ein Albtraum. Oh, mal schauen, was ich von der falschen Chance löse. Und nicht noch ein Teleporter, nein! Ich will nicht mehr teleportiert werden. Ich hab gesagt, ich will nach Hause. Oh, ich werde zum Anfang teleportiert. Okay, das geht. Wo ist jetzt Geld? Geld ist... Ach da, oh Gott. Ey. Also wieder rein in die blaue Tür und... Du kommst mal mit. Achso, ich bin bereits voll. Ah, sehr schön. Ah ne, erstmal ein bisschen Leben mitnehmen hier ist ja. So. Oh, du bist gesperrt. Das heißt, ich komme da gar nicht mehr rein? Och, ernsthaft jetzt schon wieder Leute. Da war sogar noch Raket und die kommen da. Wollt ihr mich. Oh, nee. Hä? Achso. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich da nie wieder reinkomme. Ist doch nicht mehr normal. Ist doch nicht fair, sowas. Könnt ihr doch nicht, das könnt ihr doch nicht machen. Weil jetzt sind wir uns teleportiert. Oh Gott. Oh, hier kriegen wir gleich, kriegen natürlich wieder Schaden. In einer einzigen Map mehrere unterschiedliche Unterschiede. Ja, mach halt hinne. Fick doch die Wand an. Was hab ich jetzt wieder gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin am Arsch. Eigentlich gibt es nicht genug Schadkonditionen in der scheiß Map. Keine Fragen, euer Ehren, keine Fragen. Raus! Ich bin nochmal weg. Bye bye. Ist das eine Kacke? Animo! Heck, die kommen gar nicht durch. Oh Mann, Alter, warum klappt hier nichts? Komm, ich geh mal von der anderen Seite rein. Wobei, da folgen wir automatisch. Ist ja. Die sind ja nicht dumm. Aber ich hoffe, die sind dumm genug, hier zu folgen. Ja, nee, die sind nicht dumm genug. Okay. Nein! Mann, ich fick meinen Geist! Oh, ich bin schon wieder hier! Das macht sowas von absolut keinen Sinn. Weil die Wasser halt auch diesen Dreischuss haben, wo sie extrem Streu haben. Und da, ja, das ist klar. Dann schießen sie natürlich in. Da kommt jetzt hier. Oh, Alter, gleich zwei. Zwei Leben noch. Komm, das krieg ich auch noch. Noch einer. Meine Fresse. Das ist mal wieder hier eine City der dritten Generation. Ernsthaft jetzt. So, da ist das Ende. Da will ich aber noch nicht rein. Schau mich erstmal hier noch ein bisschen um. Oh.
Erstmal gucken, Munitionstechnik hier. Wie sieht hier aus, die Munitionstechnik? Also, wir haben auf jeden Fall noch relativ viel und. Das Problem ist, wir können. Wie kommen wir nicht mehr rein? Ist das euer Ernst hier? Wir hätten also gleich beim ersten Versuch alles mitnehmen müssen. Sowas ist blöd, sowas ist Bullshit, ganz ehrlich. Sowas macht man nicht. Jetzt komme ich da weder an die blaue Perle ran, noch an die blaue Rüstung. Wobei an die blaue Rüstung komme ich vielleicht hier über Umwege ran. Ne, komme ich nur hier hin. Wow, beides für mich unerreichbar geworden. Wisst ihr was? Fuck the shit off. Hier gibt's. Wow, hier ist ein Secret. Also auch kein geheimer Schalter, der irgendwo versteckt ist oder sowas. Was ist das hier? Ist hier von eins ein Secret? Wird hier mal. Nein. Nee, gar nicht. Ja, okay. Hätte ja sein können. Wo könnte jetzt Secret sein? Das ist doch Bullshit, ganz ehrlich. Nee, komm, ich klipp mich einfach durch diese scheiß Dinger da durch. Dass man da nicht mehr durchkommt, ist ja richtig hässlich. Ganz ehrlich, was ist denn so krank? Wo bin ich jetzt? Da. Ab. Bleib doch mal stehen, ja. Da ist nur einer. Na gut, komm. Wer, war hier nicht noch einer? Oh, von der haben wir auch noch was. Einmal mal den Klapp halten. Du auch. Klapp halten. Gut, okay. Ja. Ging schon mal besser? Da
Das ging jetzt überhaupt nicht gut. Diese scheiß Shotgunner. Die machen jetzt gerade echt das Leben schwer. Digga, ich war gerade mal 3 Sekunden dran. Oh, Alter, das wäre doch fast perfekt gewesen hier. Wahrscheinlich kann man sich auch, wahrscheinlich haben wir deswegen die Tore da geschlossen, weil das jetzt hier unmöglich. Nee, so sehe ich überhaupt nichts. Was haben wir noch? Haben wir hier? Ah, wir haben gar nichts. Jetzt bräuchten wir tatsächlich mal die BFG. Haben wir aber nicht. Mann, ich sehe nichts. Das ist doch scheiße. Fick doch die Wand an hier. Ich muss zweifeln, gleichzeitig die Plattform ziehen. Kann ich komplett vergessen. Das Problem ist, die Pinkies, die können mich auch beißen, nachdem sie tot sind. Die Shotgunner sind alles Hitrunner. Ja. Die Imps können alle weit schießen und ich habe keinen Bewegungsfreiraum, also. Hätten wir fast geschafft? Hätten wir fast gegeben? Ich bin schon wieder tot.
falsche Waffe. Oh, die sind tot. Ich bin tot. Hab ich doch gesagt. Also wenn ich die ausgewählt habe, wie oft muss ich drücken, damit ich die bekomme? Dreimal. Habe ich doch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ah, die falsche Waffe. Warum können die ischten? Nicht noch sind. Da ist ja noch einer. Thank you.
Ernsthaft? Muss schon sagen, bei den letzten Malen, also jetzt die letzten, weiß nicht, 50 Versuche, da hat es sogar schon fast wieder Spaß gemacht. Wo man sich einfach so gefühlt hat wie so ein Speedrunner, einfach immer und immer, einfach stupide, immer wieder probieren, einfach so lange, bis es irgendwann klappt. Ein Glück habe ich nicht mitgezählt. Ein Glück hätte ich nicht mitgezählt, weil mein Gehirn unterstützt nur 8-Bit und ich glaube, da hätte ich schon direkt nach den ersten paar Sekunden direkt einen Overflow gehabt. Also. Sind die schon aufgeladen? Ah ja, passt. So, jetzt muss ich hier auch wieder aufräumen. Achso, jetzt sind die Geister. So, da kann ich mir jetzt eigentlich die Rüstung holen. Ist hier irgendwo ein bisschen Leben? Nee, ne? Oh. Ich hätte gerne ein Leben. Bevor ich mir die blaue Perle hole. Oma-Rüstung, okay. So. Ah, der geht auch gleich wieder rein. Muss ja. Wir müssen uns ja noch die blaue Perle holen. Wie das einfach immer noch abgeschlossen ist. Das ist ein Traum der Träume. Oh ja, aber. Ach ja, komm, fuck off. Wir wollen jetzt hier nicht pingelig sein. So, Feierabend, ab ins Ziel. Genau, okay. Haben wir die nachgeladen gehabt? Ja, haben wir nachgeladen, okay. Als anderes auch nachgeladen, ja gut, Raketen. Weil wie gesagt, haben wir zumindest wieder ein paar 73. Muss reichen. Muss reichen. Ah. Auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr jetzt mal gemerkt, also wenn ihr mal immer mal sehen wolltet, wie ein Speedrunner arbeitet, ja, das war perfekt, weil die arbeiten genauso. Die probieren einfach eine Map immer wieder. Jetzt gibt es auch so eine Fail-Compilation, die manche Speedrunner hochstellen, wo sie praktisch zeigen, wie sie immer und immer wieder failen, bis sie irgendwann mal nach weiß nicht wie viel Versuchen wirklich. Also ich will gar nicht wissen, es gibt ja diesen einen Typen, diesen Zero-Master. Ich will gar nicht wissen, wie viele Versuche der teilweise ein Speedrun steckt. Ist aber auch der Grund, weswegen die in der Regel nur ein Speedrun alle paar Monate bringen. Weil eben, die haben einen harten und steinigen Weg. Und genauso habe ich mich gerade auch gefühlt. Einfach immer wieder scheiß was drauf, einfach immer wieder Rinder, immer wieder. Weil ihr habt ja gemerkt, es war Glück. Mal haben uns die Shotgunner mit einem Mal komplett weggeballert. Mal haben uns die Shotrunner so weit in Ruhe gelassen, dass wir sie erstmal abballern konnten, weil ich musste erstmal in die beiden Ecken schießen, wo die Speedrunner alle standen. Dann wurden wir aber von den Imps ab und zu mal umzingelt. Dann war natürlich auch klar, auch keine Chance mehr. Also einfach immer wieder probieren. Deswegen, wer sich da versucht, eine Strategie auszudenken, wer da am besten, der ist definitiv falsch gewickelt, weil da gibt es keine Strategie, weil für eine Strategie brauchst du eine Logik. Dort geht es aber nach Zufall, weil ist halt so. Ne? Von daher einfach immer wieder probieren, so lange bis das klappt.
Manche Sachen, da kannst du bei bestimmten Gegnern kannst du bestimmte Strategien einsetzen. Das geht aber nur so lange, wie du in einem kontrollierten Umfeld arbeitest. Das heißt also, wenn du hast da ein paar Gegner und weißt genau, wie die sich verhalten, wie sie zu dir kommen, wie du sie praktisch am besten nacheinander praktisch beseitigst. Das geht aber nicht, wenn einfach alle auf einem Haufen sind. Da kannst du bloß einmal quer durch und das war's dann. Ne? Und da hast du natürlich keine Auswahl an Strategien. Da geht nicht einmal mittendurch, einmal oben drüber und einmal unter den Boden durchkramen. Von daher, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es für den letzten Versuch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Naja, Spaß gemacht. War sowieso witzig. Also wirklich Spaß gemacht hat es nicht, aber am Anfang hat man ja gemerkt, bei den ersten 10 Versuchen da, und dieses hat dann aber immer weiter nachgelassen. Und fand einfach nur so. Oh. Ah, schon wieder gestorben. Ah, schon wieder gestorben. Ah. Also, na gut, schauen wir mal. So.